In diesem Video werde ich versuchen, Brawl Stars in Roblox zu spielen. Moin moin Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute, Leute, werde ich einfach mal Brawl Stars im Roblox spielen. Und Leute, erstmal, ich habe diese Idee von Clash Games ein Video bekommen. Ich wollte das eigentlich damals auch mal machen, aber ich habe es irgendwie nicht gemacht. Und dann habe ich mir einfach überlegt, ja komm, weil Clash Games das auch gemacht hat, habe ich halt irgendwie auch Bock, das mal zu machen. Und Leute, wie gesagt, in diesem Video werden wir auf jeden Fall Brawl Stars im Roblox spielen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was es für Games geben wird. Wir haben jetzt gute Games oder auch schlechte Games. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum und wir starten auf jeden Fall auch direkt mit dem Video. Let's go. Okay, Leute, wir sind einfach drin. Alter Falter. Auf jeden Fall meine Brawler. Dieses Game habe ich damals schon mal gespielt in irgendeinem Stream. Ja, ich habe auf jeden Fall schon mal bis jetzt Shelly, Nita, Colt und Bull. Ich würde sagen, Leute, wir spielen einfach mal mit Colt, da ich einfach mal Bock auf den habe. Und ja, let's go. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum und wir starten einfach mal direkt. Also das hier sind bestimmt die Büsche und... Oh, lol, Digga. Ist das ein Roboter hinter mir? Warum gibt es Roboter in diesem Game? Alter Falter. Es gibt einfach Roboter in diesem Game. Okay, ich will jetzt mal auf jeden Fall hier ein paar Gegner erstmal angreifen, Freunde. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal hier ein bisschen nach Gegnern rum, ob es hier irgendwelche Gegner gibt. Und ja, let's go. Oh, nein, ich bin hier in den Busch reingefallen. Ah, nicht so gut, nicht so gut. Dieser Roboter, der gibt mir viel Schaden, aber wirklich viel. Ah, der kann ja nicht hoch, okay. Ja, da würde ich sagen, wir gucken mal hier nach ein paar Gegnern und da ist gerade ein Colt hochgesprungen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Aufpassen wegen den Büschen hier und ja, Solo Showdown ist hier nicht jetzt. Cool. Okay, also ich springe hier gerade einfach ein bisschen rum, keine Ahnung. Ah, okay, da habe ich einen Gegner auf jeden Fall gesehen. Ich würde sagen, wir greifen einfach mal den Gegner an. Das ist auf jeden Fall eine Shelly. Ja, sollte eigentlich nicht so schwer zu bewegen sein. Alter, ich habe den Gegner gekillt. Sehr nice, Alter. Sehr, sehr wild. Oh mein Gott, dieser Karl. Oh mein Gott, Leute, ich bin gestorben, Alter. Alter, Falter. Okay, ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal nochmal. Aber ich muss sagen, das ist eigentlich sehr gut animiert eigentlich, weil die Charaktere, die sehen jetzt auch nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Und ja, also meiner Meinung nach ist das ein sehr chilliges Game. Und ich habe auf jeden Fall hier auch jetzt die Nita geholt. Let's go. Sagen, wir gehen jetzt mal hier auf diesen einen Spike da drauf. Wir machen mal hier ein bisschen meine Kolbens, Leute. Ja, sehr, sehr wild. Alter, meine Schüsse, die waren gar nicht so weit. Die waren gar nicht mal so knapp entfernt von dem Spike. Oh mein Gott, okay, ja, das Spike hat mich geholt. Das war jetzt auch ein bisschen los von mir, dass ich jetzt so nah an ihm dran gegangen bin. Aber, Digga, teamen die sogar hier? Lol. Ich glaube, die teamen sogar hier. Ah, da ist die Ulti von Jesse. Lol. Alter, richtig chill. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal hier ein bisschen rum. Ist hier irgendjemand? Hallo? Ist hier jemand oder so? Ich glaube, hier ist kein Gegner. Ich will mal ein bisschen nach den Gegnern suchen, weil das macht halt ein bisschen Bock, für die Gegner hier einfach zu killen. Also bis jetzt habe ich auf jeden Fall 279 Trophäen und lol, da ist schon wieder ein Roboter hinter mir. Eine Sache finde ich nur blöd, dass irgendwann, dass die Roboter auch so easy killen können irgendwie. Also, ja. Okay, da war die Ulti von der Nita. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal hier ein paar Gegner suchen, weil, ja. Alter, das war ein Roboter, lol. Oh mein Gott, Digga, dieser Roboter, ich schwör's dir. Oh mein Gott, okay, ich habe da gerade eine Nita gesehen, aber ich muss... Oh, da ist sie ja. Den habe ich doch vorhin getötet, diesen Nita. Und nice, let's go. Ich habe auf jeden Fall jetzt diesen Nita geholt. Ich will mal jetzt noch ein paar andere Gegner hier suchen, die ich töten kann. Aber ich muss ein bisschen vor diesen Robotern aufpassen, weil die töten einen richtig, richtig schön. Und ja, das ist natürlich nicht so gesund. Alter, ey, ich habe ihm so schöne Hits gegeben, aber so schöne Hits. Ich gehe jetzt mal ganz kurz runter und suche ihn. Ah, da ist er ja. Da ist er doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, lol, wir haben uns gegenseitig gekillt, Alter, Alter. Oh mein Gott, okay, ich würde sagen, wir gucken noch mal hier ein bisschen nach Gegnern rum und dann würde ich sagen, können wir auch zum nächsten Game gehen und nochmal so, ich werde immer wieder meine Meinung erzählen, wie mir das Game auf jeden Fall gefällt
Und ja, okay, hier kommt auf jeden Fall dieser Roboter schon wieder zu mir angerannt, Digga. Und Alter, diese Bots, ey, ich sehe nur Bots hier in diesem Spiel. Keine Gegner. Nita, ich würde sagen, wir greifen die Nita einfach jetzt mal an. Die läuft irgendwo hier gerade rum. Ich habe die vorhin irgendwo hier gesehen. Da ist sie. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Nita drauf. Okay, und nice. Schöner Kill, Leute. Sehr, sehr nice. Let's go. Und dann könnten wir eigentlich auch zum nächsten Game gehen, Freunde. Und ja, okay, hier habe ich noch eine Nita gesehen. Ich würde sagen, auf die können wir auch noch mal drauf. Okay, der hat auch ganz schön schöne Hits von mir kassiert und 259. Voll Mord ist der. Alter, hä? Wer hat mich geholt? Ich würde einfach sagen, Leute, wir kommen einfach jetzt mal hier zum nächsten Game. Let's go. Okay, wir kommen jetzt auf jeden Fall hier zu dem nächsten Spiel, Freunde. So, wir sind auf jeden Fall jetzt hier bei dem nächsten Game und wir können hier irgendeinen Brawler auswählen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal hier Legendary Brawlers und ja, hier kann ich mir jetzt bestimmt irgendeinen Brawler auswählen oder wie. Und lol, hier gibt es heute viele legendäre Brawler, nicht zum Beispiel Amber ist hier nett oder Mac oder wie auch immer. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Spike. Okay, jetzt können wir sogar den Skin auswählen, das ist auch richtig, richtig wild. Okay, ja, so, wir sind auf jeden Fall jetzt hier, dieser Spike-Skin, aber, ich weiß jetzt nicht, wo ich hier auf jeden Fall raus kann. Ah, okay, ich bin jetzt hier auf jeden Fall draußen und, dieses Game habe ich noch nicht gespielt, Leute, keine Ahnung, warum da oben Cash 200 steht, also das Game kenne ich gar nicht, habe es gerade jetzt gefunden und ich muss jetzt hier auf jeden Fall gegen andere Leute kämpfen und das ist auf jeden Fall jetzt meine, Falle irgendwie oder ich check jetzt nicht so ganz, aber, okay. Ich muss gerade hier auch noch ein bisschen nach Gegnern suchen. Also ich finde hier auf jeden Fall gerade keine Gegner. Finde ich ein bisschen schade, weil ich bin hier gerade gefühlt allein, Alter. Alle, Alter. Das sind alle dort. Alle sind dort. Oh mein Gott. Komm schon. Schaff ich es? Hö, sag mir nicht, ich hab die schon geholt. Alter, das wäre lustig. Okay, nein, die Nita habe ich nicht geholt. Roboter. Roboter. Ich bin tot. Lol, hier gibt es auch Roboters? Mythic Brawler, würde ich sagen. Nehmen wir jetzt einfach mal. Und wir nehmen Max. Ja, ich würde sagen, Max können wir auf jeden Fall nehmen, weil Max ist sehr chillig. Und hier können wir auf jeden Fall einen Skin auswählen, GT Max. Alter, hier gibt es super Sweet Your Max, Freunde. Und gönnt sich mal, wie der aussieht. Digga, wie sieht der aus? Lol, Alter, richtig wild. Ja, so sehe ich auf jeden Fall aus, Freunde. Let's go. Immer noch kurz warten, bis ich auf jeden Fall wieder da bin. Und ja, so bin ich auf jeden Fall schneller. Finde ich sehr nice. Okay, und so schieße ich, oder wie? Ah, okay. Ja, dann schieße ich auf jeden Fall so. Ich würde sagen, wir suchen einfach mal direkt nach Gegnern und wir labern nicht so viel rum. Ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt auf jeden Fall auch ein paar Gegner finde. Das wäre richtig lustig, wenn ich jetzt irgendwie erster Platz werde. Das wäre richtig nice. Okay, so, dann würde ich sagen, wir gucken da mal jetzt, wo die Gegner hier sind. Ich finde bis jetzt keine Gegner hier, also wirklich keinen einzigen Gegner. Ich habe einen Gegner gefunden, Leute. Ist es ein Bull? Ich glaube schon, oder? Das ist Bull. Ah, das sind die Büsche. Lol, das waren Büsche. Ich hätte mich hier die ganze Zeit verstecken können. Hä? Lul? Alter, wie hat der mich geholt? Alter, Leute, wie hat der mich jetzt geholt? Ich würde sagen, Leute, wir gehen einfach mal bei Common Brawlers und wir gucken da mal. Und hier haben wir eine riesige Auswahl, Leute. Das können wir auf jeden Fall sehen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Colt und jetzt können wir uns hier einen Skin auswählen. Ich würde sagen, wir nehmen diesen Colt-Skin, Leute, da ich den nicht habe und ich habe Bock, mit dem mal zu spielen. Und ja, bei Colt, ja, kann man eigentlich, ja, okay. So, ich würde sagen, wir gucken da jetzt einfach mal, wie gut es eigentlich jetzt auch läuft. Okay, Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt hier in dem Game drinne und ich würde sagen, wir suchen wie immer auf jeden Fall jetzt hier ein paar Gegner, ja, damit wir auf jeden Fall hier auch schön Kills machen können. Also bis jetzt bin ich leider kein einziges Mal Erster geworden. Also meiner Meinung nach ist bis jetzt das beste Brawl Stars Spiel in Roblox, ja, das, was ich ganz am Anfang gespielt habe, weil das war richtig, richtig gut, dieses Spiel. Also dieses Spiel ist auch jetzt nicht so schlecht, aber ist jetzt auch nicht so gut, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach. Ist auf jeden Fall das erste Spiel, was ich heute gespielt habe, hier
ja, diesen Spiel, ich werde mich jetzt einfach mal töten lassen, Leute, weil ich konnte einfach nicht schießen irgendwie. Ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zum nächsten und letzten Game und dann würde ich sagen, war es das für heute. Oh mein Gott, hier gibt es sogar Stu. Alter, das ist aber eine richtig große Auswahl. Also meiner Meinung nach sieht das Spiel gar nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt, weil ich meine, Leute, guckt euch mal diese Animation an, Alter. Das ist schon nice, ehrlich gesagt. Ja, finde ich sehr cool. Okay, das sind auf jeden Fall hier die Büsche. Das muss ich mir merken, falls ich mal so welche Büsche sehe. Das sind dann auf jeden Fall auch Büsche. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich wirklich schießen kann. Kann ich einfach so machen? Ja, ich glaube, wenn ich so tippe halt, dann schießt es automatisch. Okay, aber ich finde hier gerade keine Gegner, weil ich will hier halt ein bisschen ein paar Gegner pushen. Und lol, okay, doch, ich habe einen Gegner gefunden. Da vorne ist ein Leon. Okay, chillig. Hä? Leute, man kann nicht schießen. Ja. Doch, jetzt kann ich schießen. Nice. Hä, lol, ich schieße den Leon 5000 Mal an, aber ich stirb nicht. Hä, Leute, ich kann den Leon nicht töten. Ich habe ihn 5000 Mal bis jetzt so angetippt, aber der stirbt einfach nicht. Hä, lol. Digga, er stirbt einfach nicht, dieser Leon. Hallo, der will nicht sterben. Ja, kein Mensch will sterben eigentlich. Ja, der, komm. Ja, ist... Ja, komm. Ey, Leute, ich konnte einfach... Also, ich konnte schon schießen, aber dieser Leon... Der ist einfach nicht an meinen Schüssen irgendwie gestorben. Deswegen ist wahrscheinlich dieses Game so schlecht bewertet. Ah, Leute, ich würde dann aber auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst doch gerne einen Like da. Abonnieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann auf jeden Fall bei dem nächsten Video wieder. Ciao, Kakao, Peace. Blaming you.